Boah, ey, guckt euch mal diesen geilen Abend an, ey. Ist das nicht geil? Ich habe gerade eine längere Tour gemacht. So anderthalb, 2 Stunden alte Kölner Straße runtergefahren Richtung Lohmar, Altenrath, Donrath. Ja, mal so ein bisschen abgecheckt. Ja, war ganz cool, hat Spaß gemacht. Ja, die Maschine macht mir nach wie vor Spaß, hat ungefähr 15.000 Kilometer jetzt drauf, ist gerade frisch eingefahren quasi, ein Honda. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer kann man mit so einer Maschine machen? Vierzylinder Honda? 100.000? 120? Ich weiß es nicht. Also 15.000 ist halt nix, ne? Ja. Ab und zu, also ich habe jetzt mal, ich bekomme ja alle Kommentare mit. So viele Leute kommentieren halt bei mir auf dem Kanal nicht, deswegen kriege ich alle Kommentare mit. Da war zum Beispiel einer, der hat gesagt, der hatte die auch, dieselbe, hat die aber direkt nach einer Woche verkauft, weil das nichts für ihn ist, ne? Wegen halt, ihr kennt die alte Leier, ne? Unten rum kein Dampf und so weiter. Hat er die dann verkauft, hat sich dann, ich weiß nicht, was er sich dann geholt hat, auf jeden Fall was Stärkeres auch, ne? Und ein anderer hat dann nochmal geschrieben, ja, Vierzylinder unter 1000 Kubik kannst du vergessen. Ja, Stärkeres gibt's immer, ne? Also man muss sich auch mal mit dem zufrieden geben, was man hat. Ich geb den, Fahrzeugen auch mal eine Chance. Ja, nicht nach einer Woche direkt verkaufen. Ja. Das ist halt mein Motto, ne? Ja, aber der Typ, der geschrieben hat, also der Typ, der das Fahrzeug nach einer Woche auch verkauft hat, hat gesagt, ja, ne, was Qualität und Verarbeitung angeht und Haltbarkeit ist das natürlich unübertroffen, ne? Da gibt es nichts Besseres. Ja, das ist es erstmal. Eine Arbeitskollegin zum Beispiel fährt eine GSX-R 750 mit 150 PS. Geiles Teil, sieht richtig sexy aus. Verkauft die jetzt, will was Stärkeres, was Größeres haben. Ja, vielleicht dieselbe in 1000. Ja, ist natürlich wieder eine andere Preisklasse. Aber sie sagt auch, ne, sie ist damit jetzt ein paar Jahre gefahren. Und ja, das reicht ihr einfach nicht mehr. Ne? Das kitzelt sie nicht mehr. Und sie braucht jetzt halt mal was Stärkeres. Ja, ich fahr die Maschine jetzt seit 2,5, 3 Jahren. Und seid mal ehrlich, ne, die sieht immer noch wie neu aus. Die sieht doch wie neu aus noch. Ja, ich fahre die jetzt auch. Ich fahre die einfach. Ich fahre und fahre und fahre. Irgendwann will ich mir definitiv noch mal eine andere holen. Das wisst ihr, aber jetzt erstmal nicht. Ne? Ich habe da erstmal Spaß dran. Ich habe momentan auch andere Projekte. Ja? Roller muss ich erstmal fertig machen. Ich brauche ein Auto. Ich habe da noch viel Arbeit jetzt auf der Arbeit. Ich habe momentan auch nicht so die Kapazitäten, um nach Motorrädern auch zu gucken. Deswegen habe ich erstmal Spaß damit. Ja.